Zach McCracken, The Alien Mindbenders. FM Towns Version. Der Mars. Jetzt auch als Riegel. Hey, das bin ja ich. Der Reporter verdoppelt sich im Schlaf. Am nächsten Morgen. 666! Was soll ich nur mit dir machen? Aber Boss, ich gewinne niemals einen Literaturpreis bei diesem Revolverblatt. Ich will keine dummen Stories erfinden. Dann erfinde intelligentere Stories. Schau, mach doch mal diesen Bericht und dann kannst du den Roman schreiben. Hier ist dein Ticket nach Seattle. Ich will mehr über das zweiköpfige Eichhörnchen, das Camper angreift. Naja, na gut. Und wenn du schon mal da bist. Das erste UFO wurde vor 50 Jahren am Mount Rainier gesehen. Mach was draus. Boulevardreporter erwirbt Chef wegen dummen Reporterauftrags. Was hast du gesagt? Nichts, Boss. Wow, was für ein Traum. Ich sollte eine Zeichnung von der Karte machen, die ich gesehen habe. So, ich glaube, es geht los, ne? Lässt du mich jetzt machen? Danke. Herzlich willkommen zu Zach McCracken in der FM Towns Version. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und Leute, die das schon mehrfach gesehen haben, wissen, ich habe das schon einfach versucht zu machen. Gönnt euch, wenn ihr das macht, gibt es eine Option, und zwar Untertiteltempo. Setzt den so ungefähr auf diese Geschwindigkeit, weil sonst dreht ihr durch. Die haben irgendwie die ganzen FM Towns Spiele beim Scum VM, ja, dieses System, was wir hier gerade nutzen, irgendwie so eingestellt, dass wahrscheinlich sogar irgendein Star-Rapper, selbst Eminem, glaube ich, nicht hinterherkommt. Warum auch immer sie das gemacht haben. Keine Ahnung. Weiß vielleicht nur Zach McCracken und seine Telegram-Gruppe. Ich weiß es nicht. So, wir sind bei Zach McCracken. Ein legendäres Adventure von Lucasfilm, LucasArts. Und wir gucken einfach mal. Was ich schon mal von Anfang an sagen kann, das ist hier... Komm, geh mal hin. Genau. Hallo, Sushi. Die lassen wir erstmal da. Den Goldfisch. Weil ich versuche euch nochmal später einen Gag zu zeigen. Und dazu muss der Goldfisch im Glas bleiben. Die brauchen wir, aber ich will was anderes machen. Du kannst die Schublade nicht mitnehmen? Dann öffnen sie doch. Zack, du verrückter Hund, du. Mal, das ist die Telefonrechnung. Die ist, glaube ich, relativ hoch. Deswegen hat man auch das Telefon gesperrt. $1,138, ich sollte das lieber bald bezahlen. Nein, Zack, solltest du nicht. Man muss nicht alle Rechnungen bezahlen. Ihr lernt hier noch richtig was. So. Kann man das Bett nochmal benutzen?
Keine Zeit für ein Nickerchen. Ach, habt ihr nie so. Komm, Zack. Ich habe ein Flugzeug zu erreichen. Ja, ja, genau. Das ist unser Auftrag. Hui, ganz schön spät. Ja, 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 du mich auch. Du mich auch, Zack. So, wir können ja mal machen eben das mit dem Telefon. Dann seht ihr nämlich, dass das nicht funktioniert. Wir können auch mal... Komm, soll ich mal... Komm, ich mach mal Atmosphäre. Wir können ja Blödsinn machen in diesem LP. So, dann können wir mal die Lampe anschalten. Das ist cool, aber es völliger Unsinn. Wir können auch... Stimmt, im Nebenraum kann ich auch nochmal Blödsinn machen. Fällt mir auf. Mache ich auch. Er geht nämlich nicht aus dem Haus, wenn noch irgendwas an ist. Also, er ist ja sehr umweltbewusst. Das ist die Tröte. Im Gegensatz zur C64-Version hat das hier einen anderen Theme. DMCA incoming. Richtig. Das ist das einzige Lied, das ich kenne. So, und ihr überlegt jetzt mal, aus welcher Filmserie das ist. Wahrscheinlich schreibt jetzt einer Star Wars. Natürlich. Wir wissen alle, das war Zurück in die Zukunft. So. So, die Plastikkarte rutscht darunter. Oh nein, jetzt liegt sie unter dem Tisch. Genau, dazu nehmen wir, wie man halt Sachen knackt, Blatt Papier und ziehen sie. Da hängt sie an dem Tisch fest. Du sollst ja auch die Telefonrechnung damit benutzen. Genau, da ist die Cashcard. Mit der Cashcard bezahlt man alles. Hier ist bargeldloses Zahlen eingeführt. Zachary McCracken, Kontostand 1000. Warte mal, was? 12.000? Ne, von 1200, ne? $12.250, du könntest die Telefonrechnung bezahlen. Der Silver sagt gerade, die Musik ist so eine aus diesen Bruce Lee-Filmen. Nee, Jackie Chan. Aus Mad Max 3. Wie die alle heißen. So. Wir können aber noch was anderes öffnen. Da können wir aber jetzt noch nicht wirklich was Sinnvolles machen. Das klappt nicht. Du sollst die Teppichdecke ziehen. Ziehen, drücken. Ihr seht, das Werbemenü ist immer noch großartig, wie man es halt kennt. So, da kann man... Das Panel kann man, glaube ich, noch nicht öffnen. Deswegen, wir werden auch definitiv Indie angehen. So lose sind sie auch wieder nicht. Ich brauche Werkzeug. Ja, ja, genau, genau. Wer braucht das nicht? Es gibt immer was zu tun. Hey, 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 hey. Ja. So, jetzt kommt nämlich die erste Cutscene. Aber mal das Sitzkissen nehmen. Gute Idee. Hier sieht es wieder aus. So, Katzi. Währenddessen in einem Geheimzimmer. Ich habe gerade mit dem King geredet. Er sagt, die Maschine arbeitet perfekt. Jo, arbeitet perfekt. Er sagte, in ein paar Tagen werden alle Erdlinge viel dummer sein als wir. Ja, dummer als wir. Ich glaube, du bist so lange an der Maschine herumgehangen. Ja, so lange herumgehangen. Ich brauche sofort einen neuen Partner. Ja, neuen Partner. Wer sind diese verrückten Kreaturen? Bin ich mal. Wer sind diese verrückten Kreaturen? Was wollen sie uns sagen? Was sagt Erich von Däniken dazu? So, wir gucken mal. Können wir das Ding hier schon? Nee, stimmt. Wir müssen... genau. Wir brauchen die Fernbedienung. Ich werde versuchen, jedes... Easter Egg zeigen zu können. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber man kann ja Gott sei Dank speichern. So.
Achso, benutzen macht noch keinen Sinn, weil... Erstmal ist klar, Netzkabel in Steckdose. Ja. Zup. So. Können wir eine Fernbedienung machen und können ganz wichtig Fernsehen gucken. Das ist erstmal unsere erste Aufgabe, weil, ne, das ist klar, das ist die Zukunft. Guten Morgen, San Francisco. Hier ist Lori Amore. Wir fahren fort mit der heutigen Top-Story, die Mars-Mission der zwei Mädchen. Nach dieser wichtigen Nachricht. Breaking News sozusagen. Hallo, ich bin Annie Laris von der Archäologischen Gesellschaft San Francisco. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Ja, woher wohl, Zack? Woher wohl? Wo habe ich sie denn schon gesehen? Unsere Suche nach den Rätseln der Vergangenheit bringt eine bessere Zukunft. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Bitte geben Sie Artefakte in unserem Büro ab. Hinweis. Artefakte. Das ist sozusagen unsere erste Quest. Finde Artefakt, finde Annie. Ich verspreche, dass nichts beschädigt wird. Vielen Dank für Ihre Mühe. Kommt noch nicht? Kommt doch das All noch, ne? Die Cutscene geht doch noch weiter, oder? Genau, doch. Nun zum Mars, einem der Mädchen, das diese gefährliche Reise unternommen hat. Hallo. Melissa, warum sind Sie in Ihrer Freundin Leslie zum Mars geflogen? Ja gut, warum nicht, ne? Macht ja mittlerweile jeder Hobbyreiche. Im Traum zeigte uns ein Außerirdischer, wie man aus einem Bus ein UFO baut. Finden Sie die Filmreferenz. Wir sollten damit zum Mars fliegen und weitere Anweisungen abwarten. Ich glaube, sie ist gar nicht der Punk, ne? Sondern Leslie war der Punk, glaube ich. Werdet ihr auch noch später einen tollen Gag sehen. Also sind wir hier. Aha, also. Und haben Sie Ihre Anweisung erhalten? Nein, bis jetzt haben wir kein intelligentes Leben gesehen. Auch nicht im Studio. Aber wir werden warten. Hoppla, ich sehe gerade, dass mein Sauerstoff beinahe alle ist. Ich muss gehen. Der Silver sagt gerade, und Handtuch nicht vergessen. Genau, richtig. Ganz wichtig. Immer ein Handtuch dabei haben. Okay, Melissa. Vielen Dank und viel Glück. Eigentlich hätte sie jetzt für Katja Burkhardt sprechen müssen, ne? Wir fahren fort mit der heutigen Top-Story über die Dummheitsepidemie. Nach dieser... Ich glaube, jetzt passiert da nichts mehr, glaube ich. Genau. Das ist der Gag mit der Dummheitsepidemie. Falls jetzt irgendwelche Quotenverschwörer sich da gerade oder Achtung, Querspieler sich angesprochen fühlen, hier ist was anderes schuld. Spoiler. So. Dann machen wir mal. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal in die Küche. In seinem Apartment. Also wer das Original auch vom C64 kennt oder selbst die Amiga-Variante, der wird hier sehen, das Ding sieht hier wesentlich hübscher aus. Du hast hier wesentlich mehr Sound. Du hast, ich glaube, der Soundtrack besteht sogar fast sogar aus 40 Minuten. Irgendwo hatte, glaube ich, irgendeiner den kompletten Soundtrack hochgeladen. Und wir gucken mal. Also, ja, ich werde jetzt versuchen, mal in Folge 1 mal das hier alles abzuräumen. So, was haben wir denn da alles Schönes? Da ist die Buntstift. Ah! Ich muss doch noch was machen. Nur ein Buntstift übrig. Ja. Ich weiß, Zack. Ich weiß, wir müssen mal eine Sache noch machen.
Und wir können den Fernseher anmachen für den Gig. So. Wir müssen mal eben das Ding wegreißen. Zup. Hoppla! So, und jetzt bauen wir uns eine Karte. Benutze gelber Buntstift, der ganz wichtig in diesem Game ist. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig der wird. Also jeder Edding kann da... Wenn ich jetzt sage, der kann da Fortnite verblassen? Ist das dann Cancel Culture? Naja, man weiß es nicht. Ich habe die Karte aus dem Traum gemalt. Und die müssten wir uns jetzt auch eigentlich dementsprechend angucken können. Bumm! Da ist sie. So, da sind ein paar Punkte. Ich möchte es mal so sagen, wir werden diese Punkte alle besuchen. Da ist unsere Quest-Map. So, weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wie weit ich das noch tatsächlich hinkriege aus dem Gedächtnis und wann das erste Mal etwas kommt, was ich nicht mehr hinkriege. So, könnte man das schon ganz normal abmachen? Das Abflussrohr. Hier kann man, wenn man ganz geil drauf ist, den Fisch zerhacken. Das möchte ich aber auch nicht. Weil ihr habt nämlich das Problem, wenn ihr den Fisch putt macht, dann kann man einen anderen Gag nicht mehr machen. Aber was wir machen können, ist, können das machen. Ah, da ist der Zerhaxler. Da ist, glaube ich, das Buttermesser, ne? Da ist ein Buttermesser. Und mit dem Buttermesser kann man was Schönes machen. Das kann ich definitiv zeigen. Das können wir schon machen. Ich lasse jetzt absichtlich alles an. Werdet ihr gleich sehen, warum. So, Buttermesser und einmal... Bup. Zup. Verflixt, ich hab's verbogen. Richtig. Und ich sag's mal so, damit haben wir jetzt moderne Kunst geschaffen. Ja, ja, mach doch mal. So, was haben wir denn im Kühlschrank? Das Ei! Das wichtigste, auch eins der wichtigsten Items. Wenn ihr wüsstet, wer das kennt, weiß. Eine meiner absoluten Favorite-Sachen. So, den kleinen Schlüssel brauchen wir. So, wir verlassen einmal das Gebäude. Jetzt seht ihr einmal, was er alles macht. Er kontrolliert nämlich einmal jetzt komplett seine Wohnung. Das ist nämlich, muss ich sagen, ein ökologisch einwandfreier Freund. Erstmal den Müllschlucker ausschalten. Erstmal den Wasserhahn zudrehen. Der Kühlschrank ist noch offen. Achso, den Fernseher habe ich vergessen. Moment, macht er das nochmal? Könnt ihr den Gegner nochmal machen, komm. Zack. Das machen wir doch mal eben. Ja. Ja, dann kannst du jetzt auch den Fernseher noch ausmachen. Zack. So. Ich muss erst den Fernseher noch ausschalten. So, jetzt habt ihr sozusagen alles gesehen. Ich glaube, wenn man das einmal komplett gemacht hat, dann skippt er das jetzt. Also, da passiert auch nicht wahnsinnig viel. So, damit haben wir sozusagen den Anfang gemacht. Da würde ich sagen, hier setze ich einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich in Folge 2 wieder. Und dann nehmen wir jetzt mal San Francisco auseinander. Yippie!